Grüß in dem Namen Jesus Christus und ich wünsche jedem Gottes Segen. Heute Verse lesen 1. Thessalonicher Kapitel 5, 25 durch 28. Oder so sein det. Brüder, betet für uns. Grüßet alle Brüder mit dem heiligen Kuss. Ich beschwöre euch bei dem Herrn, dass ihr diesen Brief lesen lasst vor allen heiligen Brüdern. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch. Amen. Als Paulus aufschlitten, der hat hier den Brief, dann bat er um die Gebeter von der Helge. Da gab in Paulus in Leben keine Mal eine Situation, wo er die Gebeter nicht mehr nötig hat, oder gehört hat. Und das soll dir erst von der auch geltig. Wir versinnen uns, wann wir abhören, für unsere Mitgeschwister zu beten. Als nächstes, der hat du am Beten, dass alle Brüder mit den Helden Küsse gereist werden möchten. Zu der Zeit, dann wird das eine unerkannte Begrüßungsform. In einigen Ländern kann das von der und da auch noch so üblich sein. Aber doch, wenn Dinge fertig gehen, wenn Unordnung oder wenn sexuelle Unordnung, denke ich, dass der Jesus Gottes uns hier auch warnen wird in den Sachen, weil die Apostel haben hier ziemlich diese Begrüßungsform angesagt, dass das notwendig geliert werden soll. Sondern in dieser Sache, so wie dort der Fährbein, dass es nicht eine Unordnung gebe, ob den Gebiet kriegt, wenn dem Heiligen Kuss, wenn gereißen unter den anderen. Ich denke, wir schauen dort von der Olle, dass wir uns mit der Hand begreißen, und dort ist auch Geld so, wenn man dort so dead. Der Apostel, er verlangt, dass ernstlich, dass das Brief an alle heiligen Brüder fehlgelesen werden soll. Und dann werden hier zwei Punkte hier bernen, wo die Fosterhüllen sind, wo auch wichtig werden. Paulus geht davon aus, dass der ganze Brief, also die Autorität von dem Wort Gottes ist. Das soll in alle Schulen verlesen werden. Das soll in den Gemeinden Lüd verlesen werden. Die Bibel ist für alle Christen geschrieben. Das ist nicht bloß für einen begrenzten Kranz, der ein Pferd haben oder für eine Gruppe. Ihre Wahrheiten, die sind für alle Helden bestimmt. Also das wäre wichtig, dass die Bibel wird gelesen werden. Als nächstes kann man das hier beachten in diesen Versen 25 bis 27, dass am drei Dinge, die wichtig sind für ein christliches Leben. Einmal das Gebet, und zweitens der Lauf, der Mitgläubige, der mit der Gemeinschaft, und drittens das Lesen und das Studieren von der Wort Gottes. Das wird Paulus wichtig. Und schließlich habe ich noch der von Paulus, dieser charakterische Schlusswort. Er hat sie im Brief an diese Thessalonicher mit Genut angefangen und genau kriegt sie der den Brief auch schlitten. Von dem Apostel ist der christliche Glaube von Anfang beim Eng ist das der Genut. Und er beschlittert mit einem Amen. Amen bedient, so soll es sein. Und Paulus merkt auch von der Angst, der Wort Gottes merkt die Bibel an zu Mut, dass wir das genauso tun. Dass wir uns leben, dass es ein Gebetsleben ist. Und dass wir einer für den anderen beten. Und dass uns Leben diese Liebe ist. Dass unsere mitgläubigen Menschen in der Gemeinschaft, dass wir unser Lauf zu den sechsten Brüdern auch haben. Und dann werden wir auch nicht vergessen, zu lesen, das Wort Gottes zu studieren, damit wir eine enge Gemeinschaft mit dem himmlischen Vater sehen. Und du wünsche ich uns Gottes Segen. Weil wir noch zu beten. Lieber Herr Jesus, danke, dass wir dürfen beten. Danke, dass du uns erhörst und dass du uns auch jeden segnen wirst. Danke, dass wir auch durch die, die Leib haben, auch die Fähigkeit haben, zu leben. Wirst du uns daran helfen, dass wir unsere Mitmenschen leben können. Ja, von so ein Verlangen, immer wahrer von mir, den Wort zu lesen, zu studieren, damit wir eine enge Gemeinschaft mit dir leben können. Und ich danke dir dafür, Herr Jesus. Amen. Gottes Segen für diesen Tag.